Aber irgendwas vorweg sagen soll ich nicht, oder? Denke ich mal. Weiß nicht, das musst du. Ich weiß nicht. Ich schreibe lieber alles in die Beschreibung rein. Ich meine, was soll ich den Leuten jetzt sagen, dass ich ein Buch geschrieben habe, was das Ding mit dem Dünnschiss heißt und dann anfangen zu lesen? Das finde ich auch bescheuert. Ja. Ich lese halt einfach die Geschichte jetzt. Okay. Ja, ist schon wieder ein Flieger, Alter. Aber ich lese es trotzdem. Ja, okay, machen wir Break. Silence. Scheißsitz. Ich aß eine Pizza mit grünen Peperoni und fühlte mich ziemlich gut. Die Pizza schmeckte und ich konnte sogar beim Essen rumfurzen, ohne dass Material rauskam. Also wurde ich übermütig. Peperoni bedeuten oft nichts Gutes, wenn es darum geht, Dampf abzulassen. Der Dampf wird irgendwann feucht und alles endet mit Dünnschiss. Zum Glück schaffe ich zu solchen Anlässen aber wenigstens immer noch bis nach Hause. Auch diesmal hätte ich ahnen müssen, was auf mich zukommt. Normalerweise habe ich fast immer ein paar Katastrophenszenarien im Hinterkopf. Aber diesmal dachte ich nicht negativ und kassierte prompt die Quittung dafür, als ich im Auto meines Freundes Nils saß, nochmal furzen wollte und in die Hose schiss. Zuerst dachte ich, nur einen heißen Furz rausgelassen zu haben, da Schleicher meistens feuchter und ein paar Grad wärmer als normale Fürze sind. Besonders im Winter ist das sehr angenehm. Leider machte der wohligen Wärme aber schnell ein anderes Gefühl Platz, als ich merkte, dass ich etwas zwischen meine Arschbacken gedrückt hatte. Ich wusste gleich, dass es kein feuchter Furz sein konnte und begriff, dass ich in die Hose gekackt hatte. Das war mir zuletzt mit 14 passiert, als ich im Zeltlager war. Schon damals hatte ich mit Dünnschissen zu tun und auch damals wollte ich furzen und schiss mir in die Hose. Ich zog sie runter und glotzte den Dünnschiss an, der mich an Pudding erinnerte. Bei den Mädchen hatte ich danach nicht mehr viele Chancen. Diesmal war zum Glück alles anders, da ich nicht noch den ganzen Tag mit Scheiß in der Hose unter Menschen verbringen musste. Einkaufen gehen wollte ich aber noch, also überlegte ich, was zu tun war und wie ich die nächste halbe Stunde am besten verbringen konnte. Ich ging nicht davon aus, dass ich viel Scheiße hinten drin hatte, weil es sich immer nur um eine kleine Vorhut handelt, wenn man aus Versehen in die Hose scheißt. Außerdem hatte Nils bis jetzt nichts gerochen und der saß neben mir im Auto. Ich beschloss, es drauf ankommen zu lassen und fuhr mit Nils zum Supermarkt. Inzwischen hatte sich die Kacke ausgebreitet. Es war nicht mehr nur in meiner Arschkerbe feucht, sondern auch drumherum. Dann fing das Zeug zu brennen an. Beim Supermarkt angekommen, stieg ich langsam aus und machte mich auf den Weg hinein. Bei jedem Schritt klatschte es feucht. Ich versuchte breitbeinig zu laufen und dachte dabei an die Revolverhelden aus den Western der 70er. Einige Leute starrten mich an. Zum Glück wussten sie nicht, was ich wusste. Ich lief zwar komisch, aber das konnte auch andere Gründe haben, wie zum Beispiel einen am Oberschenkel klebenden Sack. Schnell hatte ich alles zusammen, was ich brauchte und stand in der Schlange an der Kasse. Langsam wurde ich paranoid, denn plötzlich hatte ich den Eindruck, dass ein paar Kunden die Nase rümpften. Ich fragte mich, ob man die Scheiße in meiner Hose jetzt riechen konnte. Endlich hatte ich bezahlt und setzte mich zu Nils ins Auto. Der hatte immer noch keine Ahnung, was ich durchmachte und fuhr mich schweigend nach Hause. In der Zwischenzeit machte ich mir Gedanken und fragte mich, ob ich meine Unterhose behalten oder in den Müll werfen sollte. Wenig später beantwortete sich meine Fragerei von selbst, da ich das volle Dilemma betrachtete. Es handelte sich nämlich nicht nur um eine kleine Vorhut, ich hatte mich ordentlich eingeschissen. Die Moral dieses Abends ist mir bis heute im Kopf geblieben. Ich weiß jetzt, dass Fürze immer mit Vorsicht zu genießen sind. Das Genießen meine ich ernst. Den eigenen Geruch riecht man immer gerne. Besonders freue ich mich nämlich, wenn meine Fürze richtig ekelhaft sind. Bei solchen Anlässen furze ich am liebsten unter eine Decke, damit der Geruch länger erhalten bleibt. Dann nehme ich ein paar tiefe Atemzüge und bin stolz. Auf was soll man sich sonst was einbilden? Viele bilden sich was auf ihre Arbeit ein. Dabei hat sie gar nichts mit einem selbst zu tun. Bei Fürzen ist das ganz anders, denn sie sind ein wichtiger Teil von uns allen. Davon mal abgesehen ist ein Furz in der Öffentlichkeit ein Statement, um zur Revolte aufzurufen und uns daran zu erinnern, Ärsche und Fäuste in die Luft zu recken. Niemand sollte auf Dauer seine Arschbacken zukneifen müssen. Wenn man das tut, bricht es irgendwann sowieso nur umso heftiger aus einem heraus. Deshalb lasse ich lieber alles raus, anstatt furzfreie Zonen zu suggerieren. Wie viel habe ich jetzt schon gelesen? 2 Stück, ne? 3. Nee. 4? Nee, 3.